Falle. Sehr gut. Irgendwo gibt noch Schüsse. Von wo wird denn jetzt geschossen? Ah, ja, okay, bei mir ist einer, bei mir ist einer. Ah, ja, ja, gut. Wow. There's one. Hab ihn. Digga, jetzt kommt da ja noch einer. Ja, genau. Hau mich doch, Melo. Ja, Digga, wahrscheinlich. Ist klar. Wo wollt ihr mich denn noch hinschießen, ihr Dummen? In den Tod? Vielleicht? Ich will mich nicht jemand. Ich bin los. Nee, sind Gegner. Okay, hol meine Karte. Ja, sofort. Hab ich. Jo. Ah, hab ich da noch gekriegt. Nochmal ein. Mag ist auch genockt. Ja, ihr müsst ja sowieso in meine Richtung kommen. Ich komme. Jawohl, danke. Da unten sind zwei Stück. Ich hab die schon ordentlich angeschlagen. Sheep Ray? Das sind drei, glaube ich. Das sind drei. Gott auf Klo. Zwei. Episch. So, das war schon. Ja, so gut. Digga, jetzt schießt mich noch irgendeiner an. Ey, das ist doch nicht mehr normal. Ich will nur Mini trinken, nur Mini trinken, nur Mini trinken. Ja, aber Digga, leck mich doch am Arsch. Was ist das? Soll denn die Scheiße, Digga? Die ganze Zeit spray die nur mit Dings drauf, oh, Alter. Auf deine Einstellungen auf, aber. Halt dein Maul, Junge. Ich werd dich finden und dich umlegen. Was willst du? Dich umlegen. Muss erst mal überlegen, was das heißt, ne? Hm. Er legt sich von einem Bett ins andere. Ah, danke schön. Ja, genau. Er tut dich umlegen. Der Klärung ist sehr... Hat aber lange gedauert, bis du das herausgefunden hast, Max, ne? Ja, ja. Na gut, selber hast du es ja auch nicht herausgefunden. Ah, wo kämpft der denn? Da, zu spät gesehen. Hallo zusammen. Hallo Daniel. Lukas ist der einzige Überlebende. Vorsicht, Lukas. Von hier kommt jemand. Zwei Stück kommen da aus der Ecke.
Der Lukas auch seine Einstellung. Lukas hat auch seine Einstellungen da. Da kommt noch jemand ohne Fahrschein, Lukas. Fahrscheine sind aber schon reserviert. Jawohl. Noch zwei, Lukas. Nein, das war der letzte schon. Sehr gut. Heute holen wir auch wieder einen epischen nach dem anderen hier. Ah. Ich sag's nicht. Direkt in den Gegner rein. Wie weit ist denn meine Karte von euch entfernt? Zu weit. Ich habe heute gar keine Helm, ne? Ach, du, ich glaube, dem Dulli da oben, den geht's echt gerade schlimmer als dir. Ja, das ist ja auch ein Bot. Der schießt schon so gefühlte 5 Sekunden auf dich und hat nie einmal getroffen. Oh! Oh, ihr müsst Mark helfen. Von der Seite kommen noch welche. Mark ist verwundet. Ja, passt schon. Ging da schon hin. Hol die Krone! Kriegen das schon hin. Ja, es sind noch 3. 1 und 1 macht 2. Warte! Kevin! sind noch 7 8 Gegner. Jetzt sind noch 7 Gegner. Wen beobachtest du denn, Kevin? Guck zu. Okay. Ich guck raus wie zu. So, jetzt sind es noch 6 Gegner. Kommen wieder 2. Auch Folge ist nicht eigentlich für ein Update? Wir brauchen ein Update? Nee, Folge ist braucht kein Update. Keine Ahnung. Das können wir auch mal wieder spielen. So, 2 Gegner hatten müsst ihr noch. Ebenisch. Ein. Jawohl. Ich war vorletztes... Ich hab gleich viel Kills wie Lukas, ist ja crazy. Ich glaube, es war letztes Jahr im Ende des Jahres. Ich weiß nicht mal. Wo ist mein Olympischen? Da bin ich wieder. Jo.
Hey, mein Gott ist wieder da. Jo. Oh mein Gott. Was ist denn? Gott, denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mein Gott, das hört sich gerade wie so ein schlechter Film an. Bist ja auch mal. Dabei sind wir nicht bei ARD und ZDF. Oh, bei mir, Baumpflanzgründe. Was ist mit den anderen Sendern? Was ist mit wem? Was ist mit den anderen Sendern? Alles, was öffentlich-rechtlich ist, gehört in die Tonne. Aber was ist denn mein Fernsehen? Hm? Das ist ja nicht öffentlich-rechtlich? Hast du eine Sendelizenz? Hast du mehr als 20.000 Zuschauer? Muss ich das zahlen, obwohl ich das nicht gucke? Genau. Du guckst es und musst nicht zahlen. Ja, siehst du. Ja, siehst du. Bei dir ist genau umgekehrt. Du guckst es nicht, aber musst trotzdem zahlen. Was quasi ein Diebstahl gleich kommt. Richtig. So wie die Lohnsteuer. Lohnsteuer ist auch nur Diebstahl. Du hast Lohnsteuer, bezahlst dann von einem bereits versteuerten Lohn zum Beispiel deine Betriebsunfähigkeitsversicherung. Und dann wird am Ende des Tages deine Betriebsunfähigkeitsversicherung nochmals besteuert. Hey! Hey! Und so haben wir eine Dreifachbesteuerung. Woo! Hey, und das ist alles großer Beschiss. Hey! Ja. Alle machen mit und quatschen. Und nebenbei zahlst du deine Rente auch von deinem bereits versteuerten Geld. Richtig. Und deine Rente wird dann nochmal versteuert, bevor du so arbeitest. Oder wie bei den Old S-Bastards, da gehen die Senioren daher und sagen zum Junggemüse: Was hältst du da voll auf der Straße rum? Geh lieber arbeiten und verdiene meine Rente. So ein Scheiß. Wo ist diese letzte Kröte versteckt? Kann man nicht angehen. Bis wie lange macht ihr noch? Bis zum 7. Zum 7. Nein, Gordon. So lange mach ich nicht mit dir. Nee, das war schon bis halb 5 und dann war man. Ah, hier unten ist er! Von hier nur Snapchat und dann bin ich ja schon halb eingepennt, wie du gemerkt hast. Für Fortnite. Das hat wieder nur 4 Kills, so schrecklich. Ah, Mensch. Das Spiel wird doch immer langweiliger. Was haltet ihr davon, wenn wir... Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht.